Cardio-Training. Was soll das sein? Es gibt kein Cardio-Training, sondern nur Ausdauertraining. Das Wort Cardio-Training suggeriert, dass es primär um das Training des Herzens geht. Die Anpassungsleistungen finden aber sowohl bei der Atmung als auch beim Herz-Kreislauf-System und vor allem auch in den energieproduzierenden Systemen des Muskels statt. Bei einem Automotor produziert der Motor die Energie, damit es fährt. Bei unseren Muskeln ist es anders. Das Herz transportiert nur den Sauerstoff zum Muskel. Das heißt, es ist eigentlich primär dafür da, um den Treibstoff für die energieproduzierenden Systeme des Muskels bereitzustellen. Und das heißt, die eigentlichen Motoren ist nicht das Herz, sondern es sind die kleinen Zellkraftwerke, die Mitochondrien. Eure Ausdauer verbessert sich primär nicht dadurch, dass das Herz einfach mehr Blut pumpt, sondern entscheidend ist, dass die Mitochondrien zahlreicher werden und sich insgesamt vermehren. Letztendlich kommt es natürlich aber darauf an, dass alle Systeme insgesamt ökonomischer arbeiten. Das heißt, die Atmung, das Herz-Kreislauf-System und natürlich die energieliefernden Systeme des Muskels müssen insgesamt mehr Sauerstoff pro Zeiteinheit verstoffwechseln, damit ihr mehr Energie erzeugen könnt. Und das könnt ihr hier unten sehen. Fette und Kohlenhydrate werden mit Hilfe von Sauerstoff zu Energie und als Abfallprodukte in Anführungsstrichen entstehen noch Kohlendioxid und Wasser. Und das zusammen macht eigentlich die Verbesserung der Ausdauer aus. Für jedes Watt, was ihr auf dem Ergometer mehr produzieren wollt, müsst ihr 12 Milliliter Sauerstoff zusätzlich aufnehmen, transportieren und verwerten. Die entscheidenden Veränderungen beim Ausdauertraining betreffen also nicht primär nur das Herz, sondern vor allem die Atmung, das Herz-Kreislauf-System und die energieproduzierenden Systeme des Muskels, also die Mitochondrien. Also nur wenn ihr sozusagen mehr Mitochondrien und größere Mitochondrien habt, sodass ihr mehr Sauerstoff pro Zeit verwerten könnt, nur dann steigert sich eure Ausdauerleistungsfähigkeit. Und deshalb ist nicht die Herzfrequenz an sich wichtig, sondern dass ihr einfach mehr Leistung auf dem Ergometer erzeugen könnt.